und da. Und dann fahre ich da alleine in den Hafen, weil ich habe schon mal, glaube ich, das Problem gehabt, dass das Ganze für 5 Schiffe einfach ein wenig zu eng ist. Und da würde ich fast drauf wetten, dass der Man of War dann in einen Felsen gesetzt wurde und dadurch einfach instant geschreddert wurde in irgendwelchen Felsen, so einfach so zwischendurch. Da würde ich fast drauf wetten, weil das einfach... Oder wenn wir jetzt in die Stadt gehen und dann knallt's auf einmal, dann wissen wir, woher es kommt. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Antigua. Oh, die liegen direkt nebeneinander. Hilft mir nicht viel. So, jetzt habe ich auf jeden Fall 2 Städte... Oh, Moment. Santiago Vega, ich dachte schon hier. 2 Städte mit Feindlichkeit, aber Angriff abgewehrt. Unter anderem, also einmal Petit Guavo und einmal Tortuga. Da wird hoffentlich niemand mehr versuchen anzugreifen. Wenn ich das bei den anderen noch machen muss, damit da niemand mehr angreift, dann werde ich das tun. Sollte ja nicht schwer sein, muss eben nur passend zu den Städten fahren. Könnte ein bisschen schwierig werden, aber... Naja, vertut man nicht alles. Ja, dann geht's gleich nach Santiago Vega. Da hauen wir den mal ein bisschen auf die Finger. Ich kann schon ankern. Schön. Ich hoffe, es sind noch alle Schiffe da. Sonst, da hinten steht der Man of War. Das Linienschiff und da vorne die 2 anderen. Schön, es sind alle da. So ein Glück. So ein Glück. Willkommen, Captain. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns besucht. Wird jetzt mal an Leuten wieder aufgeladen. Denn die brauche ich garantiert für meinen nächsten Angriff. Und ich bin fast am Überlegen, ob ich die Schiffe nicht mitnehme. Aber ich glaube, das wäre dann zu viel Aufwand. Außerdem kriege ich dafür ein Heidengeld, was ich gebrauchen kann, falls dann mal wieder die Heuer fällig wird. Achso, ich wollte ja auch noch hier pennen, damit ich den ganzen Kram hier auch vertickern kann. Willkommen, Captain! So. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns besucht. Alles klar. Und so schnell kann man zu 100.000 kommen und gleich noch schneller zu noch höheren Summen. So, Knüppel 500. Vorsichtshalber mal. Bomben. So, und da wird jetzt wieder ich hätte Umlad nach... Nee, hätte mich dasselbe gekostet im Endeffekt. Ja, doch, im Endeffekt wäre es dasselbe. Entweder ich verkaufe die oder ich verkaufe sie nicht. Und wenn ich sie dann für 1 wieder kaufe, ist ja dann... Na, ist dasselbe. Im Endeffekt. Ja, oder hat dasselbe Ergebnis. Sagen wir es mal so. Ebenholz noch ein wenig. Schön, schade, dass es so wenig war. Früchte, Baumwolle. Die hatten recht viel dabei für einen Militärkonvoi. So, Nahrung. Ah, schade ist, dass das Linienschiff so angehauen ist. Es hat ja am Segel Schaden. Normal mindert das nicht so den Preis. Aber der Rumpf, das ist immer das Problem. Da müsste man praktisch mal testen, was jetzt günstiger ist. Erst reparieren und dann verkaufen oder... Ich glaube, das teste ich auch gerade mal. Kann man ja ganz einfach machen, indem man es repariert und verkauft und nicht repariert und verkauft. Man müsste eben nur kurz die Zahlen sich am besten aufschreiben, um es auseinander dividieren zu können. So, jetzt wird erstmal gespeichert. Und Stift und Papier. Wobei Papier ist kein Problem, das liegt ja überall rum. Das ist nur ein Stift.
So, der Stift ist auch da. Dann Papier. Ah, von der Bank. Infoschreiben zum Jahresende. Liegt hier noch rum. Okay, dann. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. Sekunde, Kopfhörer wieder auf. Sonst ist das hier zu leise. Okay. Dann haben wir für die Marina 30.000, ja, 89. Machen wir es mal ein bisschen genauer. So, dann reparieren wir die für 3.335. Würde ja um die 33.000 ergeben. Das kann man ja jetzt noch ganz einfach rechnen. Machen wir mal. Und es lohnt sich nicht. Unterschied 700 und keine 3.000. Demnach, da wir es ja können, theoretisch, Spielan. Ach, ich hätte es ja gar nicht reparieren müssen. Hätte ich mir das sparen können. Naja, meine gut. Werft steht euch zur Verfügung, aber Kapitän. Lieber mal kurz nachgerechnet, als massenhaft Gold verschwendet. Oh, die gibt bestimmt 70.000, wenn man die Segel mal ein bisschen besser hätten und den Rumpf mal ein bisschen besser, wenn das 75.000. Naja, schade. 232.000 würde mit dem Gold aus einer Kolonie garantiert für eine Festung reichen. Ja, werden wir ja dann sehen, was wir da machen mit dem Geld. Wir könnten zur Bank gehen, aber die habe ich noch nicht gebaut, glaube ich. Oder die wurde noch nicht eröffnet, oder so. Ja, leider. Was steht da? Taverne, ja, wie auch immer. So. Oh, repariert habe ich noch nicht. Jungs, macht euch mal aus dem Weg. Ich muss noch reparieren, das habe ich ganz vergessen. Damit ich dann auch endlich mal wieder mit komplett reparierten ganzen Schiffen unterwegs bin. Kapitän. Und nicht die ganze Zeit mein gutes Segeltuch und meine Planken, das sieht man mal wieder, 10.000, da verbrauche 15.000. Und es war weit weniger zu reparieren, aber das haben wir ja schon früher festgestellt, dass das schon, dass das durchaus der Fall ist. Häufiger. So. Okay, dann auf die Karte. Alles klar, das Ganze. Okay. Blöde Sache. Bitte am richtigen Weg. Ja, sieht so aus. Man könnte noch ein bisschen rauszoomen. Hat mal einen besseren Überblick. Und wer kommt da? Ein Kriegsgeschwader Holländer. Mal sehen, was die so drauf haben. Wahrscheinlich wieder mal nicht so viel. Wo sind sie da? Fregatte, Korvette, naja. Wollen wir mal zu ihren Gunsten entscheiden und fahren. Es sei denn, der bleibt dran, uns anzugreifen. Dann müssen wir mal gegenhalten. Aber ich denke, der hat sich mal kurz umgedreht. Ja, die gehen stiften. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Es ist einfach nicht sehr sinnvoll, gegen mich zu kämpfen. Oh, ich sollte mal Nahrung besorgen. Irgendeinen Konvoi überfallen. Am besten
Handelskammer, wir einfach die ganze Nahrung übernehmen. Die haben ja oft eine Menge dabei. So. Ich natürlich wieder in Windrichtung mit dem Blitz und dann gerade neben einem Schiff. Ja gut. So. Das ist auch noch bei 11 Knoten. Boah. So. Von den 3 Schiffe kann ich nehmen. Dann werde ich wohl die 2 nehmen wollen. Ja. Wurde gerade darin bestärkt. Umbringen. Versklaven. Schiff kapern. Okay. Ups. Der prallt ab. Die Spy versenkt sich fast selbst. Wenn sie nicht mit denen zusammenkracht, kann ich sie dann schön entern. Wenn sie direkt vor mir voll lang schießen. Die werden sich auch nicht umbringen, versklaven, kapern. Okay, weiter geht's. So, tut mir leid um die Spy. Was? Was ist mit meinem Man of War passiert? Ja. Spielladen. Spielladen. Gut, dass das funktioniert. Wieso habe ich zweimal die Spy auf dem Radar? Kapern, ja. So, Schiffe. Floyd Brick. Hä? Ist denn jetzt schon wieder kaputt? So ein Mist. Ja, dann kann ich wenigstens da im Laden nochmal. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. Ja, irgendwas ist hier gerade nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig. Komisch, schon das zweite Mal, dass der Man of War einfach verschwindet. Nee. Ich muss jetzt zum... Wo ist denn hier der Laden? Ist das nicht... Ah ja, hier. Ganz irritiert. So. Okay. Nahrung. Das Schiff hat genug Proviant für 13 Tage. Nehmen wir mal 4000. 21 Tage. Nee, so. Doch, das ist uns ewig. 25 Tage. Mann, oh Mann. Okay, dann Tortuga und raus und runter und angreifen, war der Plan. Auf die Karte. Oh, wollte ich mich in dem Moment nicht auch noch... Ja, die haben es erobert, das weiß ich. So, schicken wir mal ein bisschen mit denen hier. Vielleicht hilft es ja was. Was ist das denn? England und Frankreich bekriegen sich. Wie schön. Wie schön. Ah, da oben segelt ein Franzose los, der auf dem Suche nach mir war. Ja, der eine Auftrag ist gescheitert, ist schon klar. So. Nein, drehen. Rein. Ja, Sturm auch noch. Gleichzeitig.
dazu noch. Das ist natürlich nicht gut. Sturm. Klar, der bringt Erfahrung, aber der schädigt auch mein Schiff. Und das nicht nur mit Kleinigkeiten. Oh, haben wir kurz da runtergefeuert. Natürlich Knippel habe ich noch drin. Ich brauche natürlich die Bomben. Dauert jetzt einen Moment. Jetzt im Sturm. Ich habe vorher nicht gespeichert, so ein Mist. Im Sturm das Fort zerlegen. Das wird noch eine Herausforderung werden. Ich hoffe, der Sturm flaut jetzt einfach ab oder lässt uns in Ruhe. Wir nehmen nicht ganz so viel Schaden da dran. Zusätzliche Erfahrung kann man natürlich immer gebrauchen, auch wenn es für die Schiffe dann am Ende wahrscheinlich sehr knapp wird. Ich meine, ich brauche ja dann doch schon einen Moment, um das hier einzunehmen. Das ist ja jetzt nicht mal so ganz fix gemacht. Deswegen, warum liegen da hinten eigentlich noch Schiffe? Ein Schiff wurde das Schiff da hinten, okay. Sehr schön, dann habe ich das aus den Füßen. Problematisch ist jetzt eben nur, dass ich gerade das Unwetter ziemlich abbekomme. Und mich da noch nicht mal die Kanonenkugeln so stören. Wenn ich jetzt allerdings noch gleich in einer gewissen Zeit das Ding hier zerlegen kann. Wow, was ist das? Bullshit. Okay, in der Zeit lädt er nicht mehr nach. Das heißt, das nächste Mal feuer ich mit den Heckkanonen da raus. Weißt du was? Jetzt habe ich damit auch noch Punkte. Schön, 4000. So, allerdings bin ich jetzt gleich versenkt. Und natürlich nicht gleich. Ich hätte vor, aber da würde ich fast nicht drauf wetten. Ich bin gleich einfach platt und dann ist das Ganze hier fertig. Mist. Bam. Oh, ich kann noch nicht mal laden oder speichern. Ich kann nur fortsetzen oder ein neues Spiel starten. So ein Mist. Ja, andere Kahn auch noch versenkt. Und der Man of War sind auch. Schön. Juhu. Wo landen wir? In Le Tortuga. Ach Gott, wenn man auf meine Sprache versucht. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. So, verkaufen. Kaufen. Kaufen. Okay, einen Versuch starte ich noch. Jetzt habe ich alles verkauft. Nahrung. Ja, Nahrung, wieso nicht? Und einen Satz Kanonenkugeln. Das kann man immer gebrauchen. Hier 600. Und der auf 4000, wie ihr habt. Dann kommt da noch ein paar Bomben dazu. Und hier noch ein paar Bomben. Ja, 100 Stück sollten reichen. Dann Vorbereitung, dieses Mal besser. Ich gehe jetzt nämlich aufs Schiff. Lade andere. Lade die Bomben. Dann gehe ich wieder mit F3 rein. Wechsel den Kapitän und gehe auch noch gleich reparieren. Habe ich schon wieder vergessen sollen. Mist. Ja. Zuweisen. Okay. Betreten.
Laden. Bomben. F3, nicht F2. Gut. Na dann. Dann geht's jetzt zurück. Ich repariere mich nochmal, weil ich das wieder. Meine Werft steht euch zur Verfügung, wieder Kapitän. Bin. So. Alles repariert. Nein. Hier wird nichts verkauft. So, und jetzt stelle ich mich an den Pier, dann speichere ich nochmal und dann geht's runter nach Santiago Vega. Und ich hoffe nicht im Sturm. So. Speichern. Betreten. Karte. So, hatte ich jetzt eigentlich wieder das Schiff getauscht? Nein, hatte ich nicht. Natürlich nicht. Ist auch für den Angriff gar nicht nötig. So, jetzt fahre ich in... Ja, die Engländer haben sich an Tortuga die Zähne ausgebissen. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass da gleich noch die Meldung kommt. Tortuga wurde übernommen. Wäre natürlich nicht so schön. Was ist da unten? Oh, wow. Frankreich, Spanien, der Franzose kommt. Ne, da oben kommt ein Spanier gerade. Aha. Die drehen ab. Das sind Handelsschiffe. Sehr schön. Logbuch aktualisiert auf Schurke. Sehr schön. Und da die da sind, geht es jetzt da in die Ecke. Und ein Schiff scheint es... Weitere Schiffe, sagen wir so, scheint es nicht zu geben. Die erste Salve... geräumt würde ich das nicht nennen, aber es hat schon mal ein bisschen was bewirkt. So. Da sind die Kanonen auch... also die Vorkanonen sind da blöderweise weit auseinander, so dass man damit... einem kleineren Schiff und vielen kleinen Salven mehr anrichten könnte. Blöderweise natürlich bis da oben auf die Mauer. Da sind die, glaube ich, recht nah beieinander. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich da einigermaßen in die Drehung reinkomme und mein Kollege da drüben auch geschickt aus allen Rohren ballert. Um das Ganze hier schnell zu beenden. So, angreifen vor. So, hier sollen auch irgendwo noch Schiffe sein. Ah, da. Ich sehe es auf der Minikarte. Bisschen rausgezoomt. Bin ich eigentlich wieder. Hm, keine Ahnung, wie man ranzoomt. Wird sich von alleine geben nachher. Okay, die Schiffe wird es jetzt nicht angreifen. Ich hoffe, die greift jetzt wirklich das Vor an. Ja, kleinen Pups gelassen. Hoffentlich hat es was gebracht. Selbst die vier Kugeln können was bringen. Hat man ja schon oft genug gesehen. Ich würde am liebsten jetzt mit dem Turm da oben anfangen. Da kann man so schön viele ausschalten. Sieht momentan nicht danach aus, als würde ich da gleich anfangen. Schon gar nicht, wenn ich da in die Richtung ziele. Jetzt die Frage, wo habe ich überhaupt hingeschossen? Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe auch gerade keine Kugeln irgendwie gesehen oder verfolgt. Uno momento. Ah, da, okay. Immer noch im hinteren Eck beschäftigt. Tja, so kann es gehen. Erstmal die ganze Front klären. So, dann... Es geht immer noch da hinten hin. Vielleicht sollte ich deshalb mal ein wenig mich da hinten hin bewegen. So.
Aha, es geht auf die Ecke vom Turm. Ich hoffe, es ist immer noch in Reichweite. Was macht das Schiff da hinten eigentlich? Oh, eine kleine Galeone. Was will die überhaupt? Ihren Hafen verteidigen? Dann kann sie knicken. Da ist nichts mehr viel zu verteidigen, wenn ich mit dem Ding fertig bin. Dann ist überhaupt nichts mehr zu verteidigen, aber... Naja. Ah, doch, ich habe den Treffer gesehen. Aha. Okay, ich versuche es jetzt nochmal mit einer mittigen Zielweise. So, dass ich eventuell nicht nach da hinten schieße. Aber sie landen doch alle hinten. Solange dabei was kaputt geht, ist halt in Ordnung. So. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen weit weg. So, dass ich gar nicht auf entsprechend alles schießen kann, was ich schießen will. Aha. Es ist vorzerstört. Und ich kann was tun? Anscheinend nichts. Aha. Ich muss doch in der Nähe sein. So sieht's aus. Dann lande ich mal meine Truppen an. Ja. Erfahrungspunkte. So ein Müll aber auch. Gut, kapern, ja. Nein. Ne. Ein Schiffsarzt brauche ich ja eher nicht. Na dann. Hat das geklärt. Puh, ja. Taverne. Ich bräuchte Leute. Worüber wünscht ihr zu reden? Ach, nicht mit es dir. Mir eine Ehre, euch in meinem Laden zu haben. Oh, schön viele Leute da, obwohl Musketier gerade nicht so viele. Davor aber der ganze Rest. Sehr ordentlich. Aber die Musketiere reichen sogar. Ja, kein Offizier, leider. Hätte ich gern gehabt, aber leider nein. Schiffe habe ich ja nicht dabei. Repariert sind sie. Das heißt, Auftrag erledigt. Zumindest fürs Erste jetzt. Spiel speichern. Ja. Und, ja, lang genug aufgenommen für dieses Mal zumindest. Aha, Bleiquartett, wohin man sieht. Oh, nee, das ist noch ein... Nee, doch, auch ein Bleiquartett. Schön. Ja. Genug aufgenommen für heute, deswegen tschüss, bis zur nächsten Folge und ja, tschüss.